Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Lumberjack Dynasty. Ja, wir haben jetzt gerade die Bretter hier reingeschmissen. Für mich ist es übrigens auch wieder ein neuer Tag. Also eine neue Aufnahme. National? Ja. So. Freunde der Sonne. Ich wollte jetzt mal gucken bei uns zu Hause mal. Ich habe leider noch nicht nachgeschaut, wie das jetzt funktioniert mit diesem blöden Gedöns hier. Mache ich aber noch, versprochen. Dann können wir da auf jeden Fall die Dinger machen. Ist das jetzt verkehrt eingestellt oder was ist jetzt hier? Ja, es ist verkehrt eingestellt. Jetzt stimmt das auch. Oh, toll. Ja, wir müssen noch mal was anderes machen. Wir wollen ja natürlich Bretter rausbekommen und bringen die Dinger überhaupt nichts. Gut, dass ich das noch gesehen habe. So. Mal gucken, was da jetzt schon drin liegt. Boah, guck mal, alles voll hier. Oh, so ein Ärger. Die müssen natürlich alle weg. Wir wollen ja Bretterchen haben. Von diesem wunderschönen Holz hier. Weil damit würde ich dann nämlich auch nochmal ein Gebäude reparieren. Oder aufbessern. So ein schönes weißes Gebäude ist vielleicht ganz cool. Empfinde ich. Komme ich da jetzt ran oder nicht so? Nee, komme ich nicht ran. Komme ich immer noch nicht ran. Boah, das nervt mich. Jetzt, da komm ich dann. So. Dann einmal hier ablegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich an den überhaupt rankomme. Wahrscheinlich nicht. Moment mal eben. Ich muss mal. Da machen. Nein. Komm da nicht ran an dieses blöde Kackding. Moment. Vielleicht habe ich Glück und ich komme so dran. Ja. So. Die müssen jetzt noch mal ins Wasser. Da gehen die Baumstämme nach oben. Sehr schön. Läuft. Voll krass, dass das so funktioniert. So. Dann hopp, los. Ah ja. Wir müssen das Zeug da reinbringen. So. Zack. Wupp. Und schwupp. So. Dann läuft das. Okay. Sehr schön. Die wandern. Die gehen auf Wanderschaft. Das ist gut.
Dann können wir jetzt noch mal nach Hause. So. Sehr schön. Wir haben nämlich noch Blumen. Und es hieß ja, wenn wir schöne Blumen haben und so, können wir Sozialpunkte bekommen, wenn wir die im Garten haben. Jeden Tag. Jeden Tag soziale Punkte. So. Ich will mal gucken, ob ich die hier irgendwie angepflanzt bekomme. Es wäre mir eine Freude. Vielleicht produzieren die Bienen dann auch mehr. Lockere den Boden mit einer Schaufel. Okay, die haben wir ja. Nutzen Schaufel. Schwupp. Oh, schön. Und schwupp. Ja, das sieht gut aus. Und schwapp. Und schwappeli. Sehr gut. Das hier noch weg. Und das da noch weg. Das ist Grasboden. Das ist doch Grasboden. Verwende Schaufel im Grasboden. Das ist Grasboden. Was schaufelt der da? Hä, was macht der da? Weg ist nicht. Naja, dann sehen die Blumen wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, alles. Aber naja. Die müssen ja auch nicht nebeneinander stehen, glaube ich. So. So. Weil die Bienen haben einfach viel zu weit einen Weg. Die haben ja bloß zwei Blümchen. Und das ist nicht so geil. So. Keine Ahnung. Das sieht kurios aus, aber hey. Können sich ein bisschen irgendwo stehen, wo. So. Und so. Und so. Mal hier noch mal eine machen. Ich habe ein paar Sämchen habe ich auf jeden Fall. So. Sehr gut. Dann können wir mal gucken. Wir haben hier Sonnenblumen. Lockere und harke den Boden. Och, harken auch noch. Sonst alles klar oder was? Junge. So. Dann hier noch. Haki Haki machen. Zack. Und zack. Und zack. Und zappeli zapp. Und schnubbeli papp. Und schnabbeli papp. Und porzili pup. Was? So, das hier alles mal weggehakt. So, das sieht wieder gut aus hier. Da kenne ich nichts. Ich scheue keine Arbeit. So. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Naja. Also, daher auch mal, wenn ich Potato und dem lieben Konki nur wieder Werbung einstreue, ja. Mein Kanal. Die freuen sich dann immer. Das ist schön. Das ist schön. Gerade so Schlüppi-Werbung oder so. Oder Handy-Game-Werbung. Alles optimal angepasst an die beiden. Nur das Beste. Nur das Beste für die Besten. So. Okay. Da haben wir jetzt ein paar Blümchen. Können wir jetzt pflanzen, hoffe ich. Streu es aus, mein kleiner Prinz. Streu es aus. Das ist so wundervoll. Streu es dahin. Da, 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 da.
Also da, als ob der hier irgendwelche Blumen schmeißt, wie auf einer Hochzeit oder so. So, lockerer zuerst. Was ist los? So, dann haben wir jetzt hier noch den hier. Hey! Hallo oder was? Nö. So. Und hier nochmal. Schwappidi. Und dann machen wir hier noch. Oh. Schwappidi. Habe ich die Dings weggemacht, glaube ich. Und schwappidi. So. Dann haben wir hier nochmal so eine Schönheit. So, hier. Und blablablam. So, da haben wir überall drin. Dann machen wir hier noch hin bei den Bienchen. Und hier nochmal. Und dann hier streuen wir. Da streuen wir. Hier nochmal. So, dann haben wir hier noch die. Keine Ahnung, wie das letztendlich später aussieht. War wahrscheinlich nicht so geil, aber naja. Hauptsache, wir haben Blumen. Schwapp. Und schwupp. So. Und hier nochmal. Da müsste ich jetzt eigentlich alle haben. Denke ich, hoffe ich. Ach, schön. Gartenarbeit, wie sie mir gefällt. So. Schön, schön. Jawohl. So. jetzt. Erstmal die Bienen wegtackern. Oh, hier Honig sammeln. Komm mal. Oder Zeit. Bienen. So, wie sieht's denn aus jetzt hier drin? Wir machen einmal Logi-Logi. Ja, sieht mittig aus. Können wir nochmal ein bisschen anmachen hier. Die auf ihre Komfortzone kommen. So. Ja, schön. Bisschen feucht bin ich jetzt. Bin jetzt leicht feucht. So. Wir waren doch in irgendeiner Folge, waren wir doch in einem Laden. Und hatten Lugi-Lugi gemacht. Da gab es ja Bretter zu kaufen und zum Beispiel Farbe. Aber die Farbe konnten wir irgendwie nicht kaufen. Da muss ich unbedingt nochmal gucken. Weil ich möchte die Kaschem natürlich auch wieder so herrichten, die ursprünglich aussahen. Hier zum Beispiel grün und das ist ein anderes grün. Und unsere Hütte dann hier zum Beispiel rot und oben weiß oder so. Und sowas hatte ich gedacht. Und ein neues Dach muss natürlich auch ran. Also da werde ich mir auch noch, wenn wir genug Geld haben, wir haben mal so ein schönes schwarzes Dach drauf machen. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Denke ich. Und ja. Wir haben noch wirklich einiges zu tun. Die Scheune wird komplett braun gemacht. Am besten so dunkles Braun oder so. Das gefällt mir. Da brauchen wir Anstrich. Schön Anstrich und obenrum können wir zum Beispiel auch braun lassen. Komplette Scheune so dunkelbraun. Auch nice, oder? Ja, wir können da uns echt noch richtig schön auslassen. Achso, und ich muss die Blümchen, glaube ich, auch noch gießen. Da Wasser drin? Ist da immer endlich Wasser drin, oder was? Schrabbeli, schwapp. Keine Ahnung, ob das jetzt geht hier. Schrabbeli, schwapp. Und hier nochmal. Das dauert ja ewig alles hier. Mann. Naja. Gartenarbeit dauert halt nun mal lange.
Und der mit seiner Unendlichkeitskanne hier, Gießkanne, ist schon geil. Warum muss ich zumindest nicht immer Wasser holen? Das ist doch gut, ist doch gut. Muss das jetzt wirklich bei allen machen oder so? Oh Gott. Ich kriege ein zu viel. So, hier, bitteschön. Dass ihr schön nass seid. Schön feucht. Feucht, feucht. Alles feucht. So. So. Ich mache jetzt mal nicht alle, um zu gucken, ob die jetzt trotzdem wachsen, auch ohne Wasser. Mal gucken. Umsonst haben wir die Gießkanne ja auch, aber nicht da, ne? Also, da bin ich vergessen. Für irgendwas muss ich ja nutze sein. Okay. Gut, hier haben wir die Werkstatt. Also irgendwann, wenn es der Sprit ausgeht von der Karre, haben wir ein echtes Problem, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich Sprit besorgen soll. Hier kann man nichts machen. Gar nichts. Und an der Tankstelle ging ja auch nicht. Das ist total bekloppt, oder? Zapfsäule. Kraftstoff auf Lager, 40 Liter. Aber ich kann das doch gar nicht benutzen. Ich verstehe es nicht. Ist das Auto einfach noch voll oder was ist los? Ich fahre jetzt mal wie ein Auto da drauf. Mal kurz. Mal gucken. Ja, weg hier, Kumpel. Weg da hinten, Mann. So. Wie die Vöglein zwitschern. Das ist so schön. Oh, habe ich einen Dreck gemacht. Guck dir das mal an. Einsteigen können wir hier. Pickup 68% hat er noch. Hä, warum? Also ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding hier tanken soll, wenn man ganz ehrlich. Wie soll ich das denn tanken? Das Tanken funktioniert überhaupt nicht. Ich werde irgendwann mit dem blöden Pickup hier rumstehen und nichts geht. Weil Kacke. Weil mein Tank nicht geht. Hä? Lamberfühl, ja. Ich werde doch mal gleich lambern. Ich habe keinen Schimmer. Es ist total bekloppt. Tankstelle ging ja auch nicht. Ging ja auch nicht. Also, ich weiß nicht. So, ich würde jetzt hier einen Cut machen, dann fahren wir hoch, fahren wir hier hin, zu denen hier. Ich wollte da nämlich nochmal was gucken. Machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich oder morgen. Bis dahin, tschüss!